Ich bin Firat Keski, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Und in diesem Video wollte ich euch eine Übung gegen Schwindel zeigen. Die Übung, die ich euch zeigen werde, nennt sich Blickstabilisation. Ich werde einmal den Hintergrund erklären, warum wir diese Übung machen. Viele Patienten, die zu uns kommen, sagen, dass wenn sie sich schnell bewegen oder wenn sie schneller gehen, sie das Gefühl haben, als würde die Umgebung oder das, was sie sehen, das Bild, sich mitbewegen würde. Patienten beschreiben tatsächlich eine wackelige Sicht. Das Bild kann von oben nach unten sein oder von rechts nach links. Und die Ursache liegt daran, dass wir im Innenohr das Gleichgewichtsorgan haben und das Gleichgewichtsorgan mit den Augen verknüpft ist. Und die Verbindung zwischen Gleichgewichtsorgan und Auge ist sehr, sehr wichtig für die dynamische Sicht. Dynamische Sicht heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich mich schnell bewege, muss ich dennoch ein klares, scharfes Bild haben. Und wenn ich ein Problem habe im Innenohr, dann ist diese Fähigkeit verloren und wir müssen diese Fähigkeit trainieren. Und das machen wir mit der Blickstabilisation. Ich habe eine Visitenkarte in der Hand. Ihr seht auf der Visitenkarte Zahlen und Buchstaben. Und es ist sehr, sehr wichtig, während der Übung durchgehend diese Zahlen und Buchstaben zu fixieren. Und trotz der Kopfbewegung darf man das scharfe Bild nicht verlieren. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass die Buchstaben verschwimmen oder dass Sie nicht mehr klar lesen können, ist es zu schnell und Sie müssen langsamer werden. Wir machen das einmal mit unserer Probandin. Ich gebe dir einmal die Karte. Du hältst die Karte hoch. Du fixierst erstmal die Zahlen und Buchstaben. Und wenn du ein klares, scharfes Bild hast, fängst du an, den Kopf von rechts nach links zu bewegen. Die Augen bleiben konstant auf der Karte. Das macht unsere Probandin sehr gut. Und man macht das so schnell, dass man die Buchstaben und Zahlen noch klar lesen kann. Zählen Sie innerlich bis 30, also 1, 2, 3 und bei 30 machen Sie eine kurze Pause. Genau, ganz eine kurze Pause. Gerade wenn Sie etwas Schwindel haben sollten, warten Sie mal, bis der Schwindel komplett weg ist. Und dann machen Sie die zweite Wiederholung, jetzt die Bewegung von oben nach unten. Das heißt, du hältst die Karte wieder hoch, fixierst wieder Buchstaben und Zahlen und bewegst den Kopf von oben nach unten. Auch hier, wie ihr sehr gut sehen könnt, die Augen sind konstant auf der Karte. Und auch hier zählt innerlich bis 30, also 1, 2, 3, bis 30. Das ist dann eine gute Trainingseinheit und dann machen wir wieder eine Pause. Die Übung, die ich euch hier zeige, ist eine recht einfache. Das ist ein sehr niedriges Niveau, was aber sehr gut für den Einstieg ist. Wenn Sie aber wirklich langfristig den Schwindel loswerden wollen, müssen Sie ähnliche Übungen in einem viel höheren Niveau machen. Beispiel, wenn wir uns im Alltag bewegen und wir achten auf die Gesichter unserer Mitmenschen. Die bewegen sich aber auch. Das heißt, das zeigt schon mal, dass das Niveau des Alltages höher ist, die Ansprüche des Alltages. Genauso ist es so, dass ich mich selber bewege. Hier sitzt die Patientin. Das heißt, es ist wichtig, dass man wirklich langfristig auf einem Niveau übt, was den Ansprüchen des Alltages gerecht wird. Und um das zu machen, brauchen Sie einen Therapeuten, der sich in dem Bereich weitergebildet hat. Und diesen Therapeuten finden Sie auf unserer Website. Gehen Sie auf www.evrt.de. Dort finden Sie alle Therapeuten, die von unserem Institut zertifiziert wurden. Und diese Therapeuten sind kompetent und erfahren in diesem Bereich und werden Sie auf Ihrem Weg der Verbesserung begleiten.